Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire und heute erzähle ich euch, wie ich in den letzten ein bis zwei Wochen über 200.000 Euro mit Kryptowährungen verdient habe, beziehungsweise insbesondere mit Meme-Coins. Aber jetzt kommt unser Taxi gleich und wir gehen Steak essen, deswegen bleibt auf jeden Fall dran, ihr werdet im Video mehr erfahren. Aber jetzt geht's erstmal zum Essen. Hallo. Hallo. Can we sit outside? Yes, sir. Okay. Thank you. Boah, hab ich einen Kohldampf. Du wirst. So, jetzt wurde uns von der Kellnerin eine Serviette auf den Schoß gelegt. Das ist Wahnsinn, ey. Irgendwie ist das komisch, oder? Ja, irgendwie ist das komisch. So, Freunde, jetzt gibt's ein bisschen Brot als Vorspeise. Echt richtig geil, wenn du einfach kostenlos immer so ein bisschen Brot bekommst zum Essen. Das macht so viel her, ohne Witz. Wir versuchen hier Carnivore zu essen, nur Fleisch und dann kriegst du einfach Brot als Vorspeise. Eigentlich blöd. So Freunde, als Vorspeise gibt es natürlich ein Beef Tartar. Was gibt's Besseres? Oh, der macht gerade Fotos. Egal, es gibt Beef Tartar. Das ist einfach die geilste Vorspeise. So, der Test. Ohne Witz, Leute, mir kann keiner erzählen, dass Salat gesund ist. Das schmeckt einfach giftig. Das ist so grün, das ist doch nicht gesund. Das ist... Nee, Salat ist nichts für mich. Wir haben uns jetzt übrigens jeder zwei Steaks bestellt, zwei Ribeye Steaks. Genau, man muss ja die Kryptogewinne mal raushauen. Thank you. Boah, das schaut krass aus. Boah Leute, schaut euch das an, eine Riesenportion, zwei Ribeye Steaks, hier Süßkartoffelstampf und Pilzsoße. Die haben alles zweimal jetzt geliefert. So. Boah, das schneidet sich schon echt geil. Einen guten. Boah, schmeckt übelst geil. So Freunde, wir haben uns jetzt ein bisschen hingesetzt. Es gibt eine Zigarre, ein Bier. Das Essen war sehr gut. Und jetzt möchte ich kurz mal darüber reden, wie ich tatsächlich in der letzten Woche 200.000 Euro mit Kryptowährungen gemacht habe. Oder besser gesagt, eigentlich fast nur mit Meme-Coins. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, Bitcoin hat ein neues All-Time-High gebrochen, über 70.000 Dollar. Und was viele vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten, dass die Meme-Coins deutlich stärker gestiegen sind als alle anderen Coins. Also die haben wirklich Krypto dominiert in den letzten Tagen. Also die großen Meme-Coins kennt ihr wahrscheinlich, Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Floki, die sind alle richtig krass abgegangen. Und natürlich, ich weiß natürlich, wo das Geld ist und deswegen war ich natürlich, wie ihr vielleicht schon wisst, ich halte ja sehr viel Shiba Inu. Das heißt, ich habe eine sehr große Shiba Inu-Position, weil ich da sehr früh investiert war. Und da ich den letzten Bullrun schon mitgemacht habe, weiß ich ungefähr, wie das Ganze läuft. Es ist immer gleich eigentlich. Es steigen immer die großen Meme-Coins an. Und wenn die großen Meme-Coins ansteigen, dann ziehen die kleinen hinterher. Man muss nur wissen, welche kleinen Coins man kauft. Und dafür habe ich mittlerweile ein echt gutes Gespür, würde ich sagen. Und deswegen sehe ich einfach, die großen Meme-Coins steigen. Ich hau mein ganzes Geld in die kleinen Meme-Coins rein. Die machen teilweise über Nacht, verdoppeln die sich, verdreifachen, vierfachen sie sich. Manche verzehnfachen sich über Nacht. Das ist natürlich absolut crazy. Und so habe ich es tatsächlich jetzt geschafft, in ein paar Tagen aus, boah, schwer zu sagen, ich würde mal sagen, aus 100.000 Euro 300.000 Euro zu machen. Mehr als 300.000 Euro. Ja, jetzt entspannt sich Bitcoin gerade wieder ein bisschen. Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das Ganze wieder nach oben geht. Ja, und sonst? Kauft alles so Lama. Kauft alles Solama, Leute. Solama mit M, nicht mit N. Solama. Das ist ein Meme-Coin. Der wurde benannt wie Solana, nur mit einem M, weil es klingt wie ein Lama. Und da haben wir alle investiert. Ich glaube, ich habe 500 Euro investiert und zwei Tage später waren es 5000. Nur ein Beispiel, wie es gehen kann. Natürlich, dieses Video ist überhaupt kein finanzieller Ratgeber. Damit kann man sehr schnell Geld verlieren mit Krypto, vor allem mit solchen Meme-Coins. Man muss da echt ein großes Risiko eingehen, muss sich bewusst sein, dass das Geld am nächsten Tag weg sein kann. Aber wenn man da ein bisschen Ahnung hat und weiß, welche Coins man kaufen muss, dann kann man da auch gut Gewinne machen. Ich glaube, ich werde mal separat ein Video machen, wo ich wirklich mal meine Positionen durchgehe und sage, was ich gekauft habe, wie viel ich mit welcher Position gemacht habe.
aber wird auf jeden Fall noch kommen. Deswegen seid gespannt und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob euch das Thema Kryptowährungen interessiert, weil dann würde ich wirklich ein bisschen mehr Videos über das Thema Krypto machen, weil es ja gerade wieder am Steigen ist und somit einfach wieder interessant ist, das Thema. Und ja, es ist ja kein Geheimnis, ich bin sehr viel in Krypto investiert und ja, deswegen würde ich da auch sehr gerne ein bisschen mehr drüber reden. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet oder was euch sonst noch interessiert. In dem Sinne, jetzt wird erstmal ein bisschen ganz gemütlich die Zigarre geraucht, wenn die noch an ist. Ja, gemütlich ein Bier, der Basti ist gerade weg, hier sind nur der Simon und ich. Wir warten jetzt noch auf den Basti und heute Abend, also wahrscheinlich so in 2 Stunden, es ist gerade 8:30, so in 2 Stunden gehen wir dann noch ein letztes Mal hier auf Koh Samui feiern. Da freue ich mich riesig drauf. Genau, in dem Sinne, Prost. Ah, so Freunde, wir trinken Bier, beziehungsweise der Simon, der löffelt gerade eine Melone, weil er ein bisschen Hunger hat. Auf jeden Fall ist heute, es ist nicht der letzte Abend, aber es ist das letzte Mal, dass wir feiern gehen. Der verschluckt sich. Es ist der letzte Abend, dass wir feiern gehen, deswegen trinken wir gerade, wie gesagt, ein bisschen Bier und lassen es heute nochmal so richtig krachen. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Servus.